Das ist also hier die Mühle in Schwalmberg, direkt an der Lenne. Ich stehe etwas entfernt, aber ich denke mal, durch den Zoom bekomme ich die schon gut drauf. Das Gebäude mit diesem Wasserrad. Da gehe ich auch mal ein bisschen näher dran. Das dreht sich zurzeit und die Geräusche dieses relativ großen Wasserrades, die habe ich auch schon aufgenommen. Und ich denke, man hört auch schon an dem Wassergeräusch, dass es sich um ein riesiges Wasserrad handelt. Also da sitzt schon einige Kraft hinter. Und ich werde da gleich auch nochmal versuchen, so etwas rumzugehen. Und wenn die auf einer Seite, von der ich nicht viel mehr aufnehmen kann, und die andere Seite ist eigentlich nicht zu erreichen. Da müsste ich erstmal eine Brücke finden, suchen. Aber wird mir schon gelingen. Das Ganze hier ist verbunden mit einem Café. Aber das heißt auch Café am Wasserrad. Das ist dieses Wasserrad bzw. die Mühle mal aus einer anderen Perspektive. Hier kann man die Ausmaße vielleicht besser erkennen. Das Wasserrad ist so halb in dieses Haus hier integriert, oder zum Teil jedenfalls. Das müsste so eine Art Mühle sein oder ist früher eine Mühle gewesen. Kann ich im Moment nicht so richtig nachvollziehen, aber ich denke schon. Betrieben wird dieses Wasserrad mit dem Wasser der Lenne, wie sieht man hier unten. Im Hintergrund. Sieht man Schmalenberg, ein Teil von Schmalenberg, die Kirche.
ein kleines Stauwehr. Hier wird also die Wasserzufuhr geregelt. Und wenn ich das so richtig sehe, elektronisch. Von der anderen Seite dieser Mühle. Und es ist davon auszugehen, dass die Mühle kein Getreide gemahlen hat, sondern irgendwie zum Betrieb von Nähmaschinen oder irgendwelchen Maschinen benutzt wurde. Das kann man aber erfahren, aber dazu muss man da erstmal hin. Und im Moment ist diese Mühle geschlossen. Dann müsste ich mal den Zeitpunkt finden, zu dem man die Mühle besichtigen kann von innen. Dann kann ich das hier immer noch ergänzen. Dieses Mühlrad wird von der Lenne angetrieben.